Jo, hey, willkommen, mein Name ist AniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge sind wir weiter in Ypsilanruinen hineingedrungen und ja, ich finde diesen Ort sehr merkwürdig. Wir müssen die ganze Zeit irgendwelche komischen Typen hier besiegen, die hier zum Beispiel, der gerade voll am Spacken ist, ja, der ist sehr ernstzunehmend, und so Licht, so Aufzüge aktivieren. Und ja, damit machen wir jetzt weiter. So, was können wir noch hier alles? Städte hier, irgendwas müssen wir hier haben, glaube ich. So, den machen wir jetzt fertig. Hey, perfekt. Nein, ich wollte ihn von hinten greifen. So, komm mal her. Noch mal direkt den hier. Der Typ ist gegen alles geschützt und geht mir auf die Klöten. So. Komm mal her, na. Und jetzt noch den hier. Und der ist ausnahmsweise mal schnell K.O. gegangen. Zum Glück habe ich so viele. Zum Glück hatte ich noch eine 2 hier. Sehr schön. Hoho, was war ein braves Kind. Was, du bist Partner vom Weihnachtsmann? Das glaube ich aber nicht. So, jetzt haben wir wieder so ein Lichtdingen. Das werde ich wahrscheinlich mal. Hey, das Dingens von Tales of the Abyss. Grand Kogma. Boah, so viele Copyright Strikes. Ach, das Dingens, das Thema von Writer Tusk Emil aus Symphonia 2. Glaube ich. Oh, ich liebe das Lied. Kann ich ja ganze Zeit hier rumlaufen mit diesem Lied? Oh mein Gott. Warum ist hier so was? So, da muss ich mal wieder zurück anscheinend und das in diesem ein Gebiet, in diesen einen Aufzug hier verwenden, wo der Speicherpunkt davor war. Auf der anderen Seite meine ich. Ja, da wo der Speicherpunkt war, da konnten wir hin und ja. So, verdammt, ich habe jetzt nicht alle diese Dinger hier untersucht. Da waren bestimmt noch mehr davon. Sehr schön. Ah. Keine Ahnung, ich bekomme irgendwie Lust, Minecraft zu zocken, wenn ich hier so riesiges Gebilde in so einer Höhle sehe. Irgendwie merkwürdig, oder? Ja, okay. Nur nicht so quadratisch. Den Aufzug nehmen. Wow. Dann. Ich glaube, hier hin, ne? Ich glaube, von da kam man von ganz Anfang an, ne? Ja. Wir haben jetzt alles erkundet, ne? Das Gebiet haben wir erkundet. Wir haben alles. Dann zum zweiten Osttor eben. Speichern wir mal da. Ja, und dann können wir da Dinge einsetzen. Dann kommt Odin und macht uns kaputt. So wird das ablaufen, ne? Also geht mir dieser Salto auf Nerven, ganz ehrlich. Blöd, ich kann ja nicht voraussehen, wann ein Boss kommt. Der könnte jetzt auch direkt hier nachkommen. Aber könnte auch nichts kommen. Das heißt, ich könnte einmal kurz verrecken und dann könnte ich noch mein Menü gehen und meine Gemüsesticks anwenden. Dann könnte ich gewinnen. Wo komme ich jetzt hin? Oh. Okay. Boah, sieht das. Wie hui. Meine Güte, was ist das denn? Okay, jetzt vielleicht Gemüsesticks einsetzen sollen, weil das sieht doch sehr auf sich nach Bosskampf aus. Ach du, meine Fresse.
95,212 years ago, by your reckoning, the sole survivors converted their corporeal forms into life form data and sealed themselves away. It was their hope that someone in the far future would find and resurrect them. And this is where they've sealed themselves. It truly is an arc of time in every sense. The life form data of 427,086 people, along with the collected works of their civilization, are stored here. Almost half a million? Indeed. Lives that have been long lost in other dimensions. This is their last hope. Would you be kind enough to hear the messages they prepared for their saviors in the future? Okay. Jako, okay. Warum nicht? The arrogance of humanity has led us to our own destruction. It is this truth that I want to pass on to you, people of the future, so that you can avoid repeating our mistakes. These are their messages. What am I supposed to take away from this? These hold our poetry, our music, our art. Everything we've managed to... Ach, deswegen waren so Dinger da. They're the proof that we lived, loved, and suffered. Please take good care of them. Being turned into data sounds real scary. Mommy and Daddy will be with me too, so I'll be brave. They said, oh mein Gott. I'm strong now, then I'll get to play outside again one day. Mein Kündchen, du wurdest angelügt. Ho ho ho. To you who have discovered this data, please hear our plea. I beg of you. You must find a way to give our children back their future. Und du? Friends from the distant future. I'm looking forward to the day we can meet for real. And the day we can start living together in harmony. Okay. That is but a small sampling of the data stored within this ark. My purpose and only wish is for the hopes and dreams of this civilization to endure. Scion of Kresnik, I beseech you most humbly, do not extinguish our final hope. So, was würde der Weihnachtsmann nie tun? Ich tue es ja nur ungern. Zerstört unsere letzte Hoffnung nicht. Ich tue es ja nur ungern. Ja, aber einer muss es ja machen. It's the only way back to your prime dimension. You need not worry. I will render you into a digital format and place you under my stewardship. Digital format? It means he'll lock us up in here. For the rest of time, probably. Thanks, but no thanks. Well, you heard the lady. I wish to avoid damaging you, but it seems as though it cannot be helped. You're pretty confident. How do you think I was made cognizant of the fact that I am a waymarker of Kanan? I only know because you told me, or rather, a version of you from another world. Fractured versions of us? Just as you have, they condemned this as a false world and then tried to destroy it. So agents from fractured dimensions are going around destroying other ones? All the while thinking that they're from the prime dimension. The us you met before, what happened to them? They were defeated and digitized. Like this. Oh, oh. The pain is temporary. It will end as soon as your consciousness is digitized and your body disassembled. No way! What? You adhere to the same pattern as before. You attack recklessly, goaded forth by your blind rage. Ja, und deswegen werden wir wahrscheinlich untergehen, ne? Ich weiß auch genau, was jetzt passiert. Der Katalysator Odin. Aha. Level 50. So, das war zum Klauen. Oh Gott, der macht uns fertig. Oder? Die stehen unmöglich. Aber ich kann irgendwas klauen. Komm schon. Alles Teiler, sehr schön.
Epic Music übrigens wieder. Aua. Ah. Was? Solange du nicht abgehst wie Kronos, habe ich kein Problem mit dir. Ich bin jetzt ein bisschen stärker als sonst, hallo? Fuck. Nix da, nix da, nix da. Komm schon. Zack. Ho. Ho. Ho, Merry Christmas. Okay. Das ist schon mal ein guter Anfang. Mein Gott, der ist gar nicht schwer. Du hast eine Schwäche gegen Licht, okay. Elise, hau rein. Nicht Dunkelheit, Licht. Ja, der ist irgendwie gar kein Problem, außer kommt noch was. Der ist bis jetzt noch verdammt einfach. Dann ich traue dem irgendwie nicht. Zack. Vor allem die ganze Zeit ist er auf dem Knie, ne? Ich traue dem irgendwie nicht. Irgendwas kommt danach noch. Oder irgendwas wird passieren, damit der Kampf nur sehr viel schlimmer wird. Da war seine Klinge die ganze Zeit schon rot. Bams! Frohes neues Jahr! Nein, noch nicht. Oh Gott, geht jetzt im Super Saiyan Modus oder auch nicht? Au. Aber sehr gut. Das B-Team macht dich fertig, hallo? Wegen B-Team. Au. Zum Glück sind wir so buff. Wann kommt zu dir, Mila? Ja, super. Stimmt, ich habe nicht mehr so Edge ausgesehen. Wird gerade irgendwie gar kein Problem mehr zu überleben. Der ist so buff. Was ist das denn? Ja. Jetzt wird es doch ein bisschen schwieriger. Ja, ich habe mir schon gedacht, er hat seine Schwächen ein bisschen abgeändert. Kommt mal her. Aua. Brauchst mich doch nicht schlagen. Boah, ich habe den seinen Angriff abgebrochen. Sehr gut. Vielleicht kriegst du nochmal Dingen ab. Was sagst du dazu? So, jetzt kann ich gleich wieder zwei Mystic Arts reinhauen. Was sagst du dazu? Erstmal kommt das hier alles. Was wahrscheinlich nichts bringen wird, weil er ja voll gebufft ist jetzt. So, komm doch mal her. Zack. Und bams, einmal mit dem Hammer und zweimal mit den Schwertern. Und einmal... zweimal mit der Knarre. So, und jetzt noch den hier. Bin noch nicht fertig mit dir. Oh Gott. Du kannst es wagen. Ja, okay, das müsste reichen. Oder? Ja klar, komm schon. Komm schon! Jawohl! Ultimativ fruchtbare Erde, was? Oh, all traurig. Ist auf Tipp und er grinst wie ein Blöder.
So, können wir jetzt hier raus? Why have the results deviated this time? Wo ist mal sicher, was für einen geilen Arm der hat. The deviation. Is it because of that girl? That girl is the true Kresnik. Forgive me, good people. Ah ja. Ja, Tod und Ruin über eine Welt gebracht. Ja, schön. Oh Mann. Keine Ahnung. Es ist nicht so gut, wenn ich hier die Ohren zuhalte, nicht wahr? Als ich klein war und Angst vor Donner hatte, hat mir Julius die Ohren zugehalten. Ja. Keine Ahnung, ich versuche so Hintergrundgeschichte einzubringen. Ja. Es wäre alles nicht so komisch, wenn der. So fühlt sich wohl an, einen großen Bruder zu haben. Dir stehen doch sicher auch ein paar Leute so nah wie Geschwister, oder? Natürlich. Wait, what in the world? Warte. Nein. Nein. Nicht zwei von denen. Du meinst den Viererpack. He's vanishing. That must mean the doubles. The fractured version of him. Guys, what just happened? What if two of the same thing can't exist at the same time in the prime dimension? Ja, ne, weißt du, wenn Mila auftaucht. If that's true, it'll be the same for Mila Maxwell and I. Oh Gott. Donner in der Ferne. Ende. 30.000 Gold, sehr schön. Herz des Archenwärters. Nirgend Titel. Kresnik. Oh, Fenmont. Jo. Veras gebrochenes Herz. Verlorene Zivilisation aber auch. Kresnik, ho, ho. That guy's never asked her for a second date. It is a pretty mean comment to spread. Well, maybe it is. But it's still true. Whenever she's alone with a guy, Vera stiffens up and goes totally silent. Honestly, Possum studied her dating life to learn how to play dead more effectively. What? No way!
She's always so in command when we talk to her. That's just a character she plays so she can get through her day at work. Every morning, she stands in front of a mirror and repeats, "All of my co-workers are pumpkins," over and over again. It's like some visualization exercise or something. Vera thinks you're a pumpkin, Luger. Interesting. Anyway, interessant. When she gets drunk, I have to sit there as she complains about being dumped all night long. All night long, Luger! So I made one little snarky comment. Is that so unforgivable? Findest du das in Ordnung, uns davon zu erzählen? Vera ist echt süß, was? Oh no! Please, you can't! This is just between us, okay? You know, that's kind of incredible. Some visualization technique transformed Vera from a shy girl to this? We should try it too! Luger is a pumpkin. Luger is a pumpkin. We should make a pie out of him. What? Was? Wollte ich auch mal sagen, was? Oh, und da ist eine Truhe, geil. Okay, das heißt, jetzt in 10 Minuten können wir irgendwas machen. Steinwehr, jawohl. Kann ich jetzt auch wieder da rein? Da unten? Können wir ja mal irgendwann mal gucken. Na gut, dann gehen wir nach Drellin. Muss ich überhaupt machen, wieder Schulden zurückzahlen? Warum sind die denn jetzt auf 200.000 angestiegen? Was zum Teufel? I know I have a boyish charm that belies my age, but if you keep staring like that, I'm going to start blushing. Willst du von mir, Ron? I think there's a bug on your face. Was? Drillens Spezialität. Zum Teufel. That's the smell of grilled fish. It's Drellin's most famous local delicacy. Our most famous non-alcoholic one, at least. Speaking of alcohol, this year's batch of spirits seems delightful. They're giving away free samples over there. Care to join me for a tasting? I could use a drink. Why not? Whoa! Aren't you supposed to sip that? Ah, a fine liquor indeed. You don't need to worry about Gaius. He has a high tolerance for alcohol. IVY, Rowan. Regarded the... Did you just say the? Gaius, are you feeling well? Of course I am. My tongue is simply... ...switted. These potato-based spirits don't... Der König von Riesemexia, Gentleman. ...him struck off far stronger liquors. My, what an interesting discovery. Den Dienern dienen. Warum kommen jetzt so viele Skills? You know, Jude, you've really grown up since I saw you last. Mein Gott. Music? You're awfully close. You're giving me the cold shoulder? We used to be tether friends. Tether friends? Doesn't that sound intense? Oh, Jude, hold me tight and let's tether all night long. Don't make it sound like that. I just shared some of my mana with Muse when she was in a weakened state. It doesn't mean anything. It means everything. To a spirit, receiving mana through direct tethering is a very powerful and intimate experience. Ich habe die ganze Zeit irgendwie Angst, dass sie mit irgendeinem hier rummacht. Auch nach den Kämpfen und all sowas, ey. You were so strong, Gaius. When I tethered with you, I was just so overwhelmed. Taken on such a deep responsibility, even if unknowingly. Muse's a wicked one. I'd say that Jude was a very giving tetherer, while Gaius was more the commanding type. I wonder what it would be like to tether with you, Luger. Was will die eigentlich mal von uns? Ich mag ein wenig Abwechslung. Wie verbindest du dich denn gerne, Muse? Warum habe ich das gefragt? Oh my. To ask such a question to a spirit? Luger, have you no decorum at all? Whoa, you scared her off. I'm impressed. Huh? She may be a spirit, but as a man, I must still take responsibility. Was zum Teufel? Elite-Monster, ja. Ich glaube, wir machen mal Jagd in der nächsten Folge auf die. Ich brauche Geld. Jetzt muss ich aber sowas wieder machen. Okay, erstmal hier ein paar Dinger
Schüttel mir die Hand, was? Gelatine. Ich bin's. Gefühlvoller Typ, was? Ausreißer. Habe ich nicht. Ma! Was? Ja, weil wir ein Auge besiegen. Na super. Hätte ein Boss auf uns gehetzt, was? Oh, noch mehr Katzenabzeichen. Boah. Ja, ich glaube, wir sind ein bisschen beschäftigt in der nächsten Folge. Die werde ich alle aufs Spiel machen wahrscheinlich. Mal, das interessiert kein Schwein. Naja, wir haben schon viel Geld. Weiß ich nicht. Dann tun wir erstmal in der nächsten Folge ein paar Elite-Monster erledigen. Ja, würde ich sagen. Nur meine Güte. Was könnten wir noch machen? In den letzten paar Minuten Ausrüstung kaufen und so. Nö. Oh, wie sieht's denn hier aus? Muse, na? Die ist kurz davor. Keine Ahnung, können wir mal versuchen hier. Dabei hat hochgelevelt bekommen bei ihr. Was? Hab ich jetzt gerade zwei Saltos gemacht? Mein Mauszeiger ist jetzt gerade auf die Zeit, die wir aufnehmen. Was ein bisschen blöd ist. 26, okay. Da versuchen wir mal, User hier nur ein, zwei Dinger zu bekommen. Vielleicht schaffe ich es ja, dass sie mich noch mag. In dieser Folge. So, komm mal her. Einfach so irgendwas machen. Zack. Warte, schon wieder voll. Ja, es wird die ganze Zeit mit jemand rummachen wollen. Die ganze Zeit. Ja, vielleicht kriegen wir noch was voll. Ich will noch hier drei Herzen haben heute. Ja, das wird schon. Ha. Ich hätte vielleicht dann noch direkt eine Mission annehmen können, aber egal. In Charge. Versuchen wir nächstes Mal ein paar Elite-Monster kaputt zu hauen. Und dann... Was zum Teufel? Oh, das ist auch gut. Man hat gelernt. Zack. So, ich muss Pistole mit ihr einsetzen. Die sind irgendwie besser. So, was das? Sie kommt einfach da angeflogen. So, sehr gut. Like right here and right there. Yes, you've definitely filled out a bit. It's a good look for you. See how closely I've got my eye on you. Ich habe Angst. News ist Bewunderer. Na, nichts bekommen. Leider. Schade. Doch, Fähigkeitenbuch. Extra wendig. Geschicklichkeit 3. Sehr schön. Danke, Muse. So, dann können wir nach Drellin zurückgehen, nachdem wir uns hier das Elementerz nochmal holen. Das schnappen wir uns. Und dann hauen wir in der nächsten Folge. War ich da schon drinne in dem Loch? Ich glaube nicht. Gehen wir mal da rein noch. Und dann machen wir Feierabend für heute. Zack. Bitte galt. Hey, sehr schön. So, dann. Also offscreen werde ich wahrscheinlich wieder ein bisschen Geld ansammeln. Und dann werden wir in der nächsten Folge einige Elite-Monster plätten, falls wir es schaffen. Dann würde ich erstmal sagen,
Das war's dann in dieser Folge von Let's Play Tales of Xillia 2 und ich begrüße euch in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Hey, halt, Moment mal. Okay, verdammt. Hätte ja sein können. Bis zur nächsten Folge. Ciao.